Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um mit mir zusammen die Turbi Old Military Vintage anzugucken. Ja, das Intro zu diesem Video spreche ich gerade zum dritten Mal ein. Das erste hat mir überhaupt nicht gefallen und das zweite hatte ich fertig geschnitten und war auch schon alles gemacht und dann kam mir die Idee, mit einer Kaffeepause doch Zuschauervideos anzuregen und just kam ein Video, was total gut zu diesem Thema passt und deswegen musste ich alles neu machen. Also dies ist Teil 1 meiner kleinen Mini-Videoreihe über die Turbi Old Military. In diesem Video zeige ich euch die Turbi Old Military Vintage und in wenigen Tagen gibt es ein Zuschauervideo von mir. Paul hat mir das dank Twitterweise zur Verfügung gestellt. Paul, vielen Dank, absolut super. Und da geht es um die Turbi Old Military mit der normalen Leuchtmasse, eben nicht im Vintage-Style, sodass ihr beide Uhren direkt vergleichen könnt. Ich hoffe, euch gefällt das. Schreibt bitte sehr, sehr gerne in die Kommentare rein, wie euch dieses Video gefällt und natürlich auch, wie euch das Video von Paul gefällt, ob euch das Konzept gefällt und was ihr davon haltet. Jetzt geht es aber erstmal los mit der Old Military Vintage. Ja, die Uhr hat eine, wie ihr sehen könnt, etwas gelbliche, elfenbeinfarbene, dunklere Leuchtmasse und temperaturgebläute Zeiger. Die Krone ist nicht verschraubt, es ist eine Zug- und Druckkrone, ausreichend groß, um auch mit Handschuhen bedient zu werden. Die Uhr gibt es als 45 mm Variante wie die, die ich euch hier heute hier zeige, aber auch als 43 bzw. 40,5 mm Variante. Das Gehäuse der hier vorliegenden Uhr ist satiniert, das heißt gebürstet. Das Werk, was ihr hier seht, ist nicht das Werk, das mit neuen Uhren ausgeliefert wird. Das ist ein Werk, was nur in einer Ausstellungsuhr verbaut ist. Die normalen Werke sind etwas schöner dekoriert und nicht goldfarben, sondern stahl-silbernfarben. So, wollen wir mal kurz schauen, was es für Maße gibt. Wie gesagt, 45 mm im Durchmesser. Das Glas ist mit einer Antireflexionsschicht versehen. Die Uhr hat eine Höhe von 11,3 mm ohne Glas und 13,3 mit Glas, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Von Horn zu Horn hat die Uhr eine Länge von 52 mm, also durchaus schon etwas Größeres und die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 5 Bar, entsprechend 50 Meter und in den Kunden zugeschickten Uhren ist das ETA Unitas 6498-1 verbaut. Die Lieferzeit dieser Uhr beträgt aktuell leider 2 bis 3 Monate, was mit Sicherheit Corona-bedingten Lieferengpässen von einzelnen Teilen geschuldet ist. Ja, das ist wirklich sehr ärgerlich, aber ich bin sicher, dass sich Turbi als Hersteller darüber noch mehr ärgert als ich als Kunde. Der Preis dieser wunderschönen Uhr liegt aktuell bei 1.400 Euro. Allerdings wird der Preis zum 1.4. auf 2.000 Euro steigen, denn dann gibt es nur noch das Premium-Werk, was etwas veredelt ist und besser aussieht als unterste Option. Ja, wie sieht die Uhr jetzt an meinem Handgelenk aus? Dafür musste ich meine Circular Aqua Sport abnehmen, um die Turbi Old Military Vintage an meinen Arm zu packen. Und ihr seht, 45 mm ist doch ganz klar über meinem Wohlfühllimit. Mir gefällt das so nicht. Die 43 mm oder noch besser die 40 mm würden mir sehr viel besser gefallen. Bevor wir weiter auf die Uhr eingehen, möchte ich euch noch kurz zeigen, wie die Uhr ausgeliefert wird. Statt einer Verpackung, einer Verkaufsverpackung, die nur im Schrank steht, kommt die Uhr in diesen Reiseboxen und das ist wirklich richtig massiv. Ich vermute, es ist massives Holz, denn die Box ist entsprechend schwer. Außen echtes Leder und da wird die Uhr drin verpackt und verschickt. Das heißt, man kann diese Schachtel auch später noch nutzen. Ordert man ein separates Band dazu, gibt es eine andere Box wie diese hier für Uhr und Band. Beide Boxen kann man bei Turbi auch separat erwerben für einen Preis von satt über 100 Euro. Bei einer neuen Uhr ist es dabei.
Mir gefällt das, ich finde das wirklich klasse und würde mir wünschen, dass andere Hersteller Ähnliches machen. Ja, hier könnt ihr sehen, dass die temperaturgebläuten Zeiger wirklich ein sehr, sehr schönes Blau zeigen und ich finde, es passt auch extrem gut zu der etwas vintage angehauchten Leuchtmasse, die übrigens sehr, sehr dick aufgetragen ist. Ihr könnt das hier im Video erahnen, dass da wirklich richtig viel Masse auf den Zeigern ist, was auch gut zu den großen arabischen Zahlen passt. Wirklich klasse gemacht. Bei dem Modell, was ich hier zum Review habe, ist der Topring poliert. Die Seiten sind satiniert, gebürstet und auch der Ring, der das Sichtfenster des Bodens hält, ist ebenfalls poliert. Das Saphirglas ist am Rande leicht gewölbt. Ihr könnt das hier sehen. Ungefähr 2 mm steht das Saphirglas über das Gehäuse über und dadurch kommt die optische Höhe von 11,3 mm, also die reine Gehäusehöhe, zustande, sowie die Gesamthöhe von 13,35 mm nimmt man die Gesamthöhe einschließlich des überstehenden Saphirglases hinzu. Das Band, was hier verbaut ist, ist ein Vintage-Band, was richtig dick am Anstoß ist und nach unten hin schmaler wird, passt hervorragend zu dem Militärstil der Uhr. Die Dornschließe ist Tobi signiert. Es gibt hier in meinen Augen wirklich nicht viel zu meckern und auch die Krone passt nach meinem Empfinden hervorragend zu der Uhr. Was mir gut gefällt, ist, dass die Krone auch poliert ist und somit einen herrlichen Kontrast zu den satinierten Seitenteilen gibt. Ja, was gibt es sonst noch zu der Uhr zu sagen? Der Preis von 1.400 € bzw. 2.000 € ab 1.4., den finde ich wirklich gerechtfertigt. Tobi bietet sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten, sei es was die Gehäusefertigung betrifft, sei es was Bänder betrifft. Und auch beim Werk gibt es eine ganze Reihe Optionen, die Uhr zu individualisieren. Es ist also wirklich lohnenswert, da mal auf die Tobi-Seite zu gehen, denn es sind mit Sicherheit 7 oder 8 Punkte, die es einem ermöglichen, die Uhr den eigenen Vorstellungen anzupassen. Wie gesagt, das Werk, was ihr hier seht, ist nicht das, was in den neu ausgelieferten Uhren verbaut ist. Das ist die Uhr, die ich zu Präsentationszwecken und zum Review zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, mich hat die Verarbeitung überzeugt, mich hat auch die Qualität der Uhr überzeugt. Ich habe nichts gefunden, worüber ich meckern könnte, möchte euch aber jetzt noch zeigen, was mich richtig beeindruckt hat, und das ist die Leuchtfähigkeit der Uhr. Machen wir noch kurz die zweite Videoleuchte aus, genau, und jetzt seht ihr, dass die Leuchtmasse richtig dick und fett aufgetragen ist und die Uhr richtig massiv leuchtet. Selbst der kleine Sekundenzeiger auf der 6-Uhr-Position ist super zu erkennen und die Uhr leuchtet nicht nur hell, sondern auch lange. Die macht also auch für Brillenträger des Nachts ohne Brille wirklich Freude und erleichtert die Ablesbarkeit. Auch aus unterschiedlichen Winkeln ist die Uhr gut abzulesen. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut und ich bin richtig beeindruckt davon. Ja, das ist also die Tobii Old Military Vintage. Wenn euch interessiert, wie diese Uhr aussieht ohne die Vintage-Lume und ohne die Vintage-Füllung auf den Zeigern, dann schaut euch in einigen Tagen mein Video an, welches mein Zuschauer Paul kreiert hat. Der hat nämlich die Old Military ohne Vintage und ich freue mich riesig, sie euch zeigen zu können. Schaut euch das Video an, ihr werdet überrascht sein und findet es hoffentlich genauso gut wie ich. Bis dahin, tschüss!